Hallo zusammen, ich bin Klaus. Black Friday ist vorbei, aber die Angebote gehen ja weiter, egal wie, ob als Cyber Monday oder Cyber Week. Hauptsache die Preisschilder sind interessant. So kann ich euch heute mit etwas Verspätung wegen meines defekten Computers, der seit heute wieder läuft, kann ich euch die Angebote diverser Softwareproduzenten vorstellen. Bedient euch dazu bitte der Links in den Videobeschreibungen, die euch auf die jeweiligen Angebotsseiten führen. Lasst mich beginnen mit Xire, dem Hersteller dieser ausgezeichneten Bildverwaltungssoftware Xire Photo in der neuen Version 2024, ein echter Gamechanger. Eine Bilderfindemaschine mit einer nie dagewesenen, konkurrenzlosen KI-Suchfunktion, die selbst mich als verwöhnten Fotografen und Bildverwalter überzeugt hat. In diesem Video, das ihr hier oben aufrufen könnt, erfahrt ihr mehr über die Fähigkeiten von Xire Photo 2024. Diese revolutionäre Software, die als Standalone-Version neben eurem Bildbearbeitungsprogramm laufen kann, ist immer noch für 149 statt 189 Euro erhältlich. Wer jedoch Adobe Lightroom Classic als seine Bildbearbeitung verwendet, hat noch eine zweite Option. Xire Search, das als Lightroom-Plugin funktioniert. Ihr müsst Lightroom nicht verlassen. Habt über das Plugin die verschiedensten Funktionen zur Auswahl. Eine automatische, KI-gestützte Verschlagwortung. Hervorragende stichwortbasierte Suche. Eine Suche und Entfernung von Duplikaten. Eine beeindruckende Gesichtserkennungstechnologie und eine interessante, inhaltsbasierte Suche. Xire Search ist bis zum 3. Dezember zum halben Preis verfügbar. Es kostet 59 statt 119 Euro. OnOne hat erst vor kurzem seinen All-in-One-Bildbearbeiter Photo Raw in Version 2024 veröffentlicht. Diese neue Version markiert den größten Schritt nach vorne, den ich bei OnOne bisher erlebt habe. Bis zum 1. Dezember könnt ihr diese hervorragende Bildbearbeitungsanwendung zu sehr günstigen Konditionen bekommen. Sowohl Neukunden als auch Bestandskunden, die auf die neue Version upgraden möchten, finden Schnäppchenpreise. Seid ihr unsicher, welche Version von Photo Raw für euch die beste ist, ob ihr kaufen oder lieber abonnieren solltet? Bietet euch die OnOne-Website einen interaktiven Kaufassistenten und die Möglichkeit, die verschiedenen Editionen zu vergleichen. Ich finde das sehr kundenfreundlich. Da gibt es Hersteller, deren Websites wesentlich mehr Kopfschmerzen verursachen. Benutzt bitte den Link in meiner Videobeschreibung, um zu den OnOne Black Friday Angeboten zu gelangen. Ihr braucht dafür keinen Rabattcode. Die deutlich reduzierten Preise werden direkt angezeigt. Mein 20%-Code, den ihr außerhalb der Black Friday-Angebote gerne benutzen könnt, der funktioniert bis zum 1. Dezember nicht. Die super, super, super Black Friday-Angebote mit bis zu, ach weiß der Geier wie viel Prozent Rabatten von Luminar Neo, endet am Montag, den 27. November. Ich habe diese Angebote bereits in einem News-Video vorgestellt, das ihr hier oben gerne nochmals ansehen könnt. Wer noch am Überlegen ist, sich Luminar Neo zuzulegen, für den Einmalkaufpreis von 99 Euro bekommt ihr alles, was die Software anzubieten hat, inklusive Erweiterungen und den Creative Journey Pass 2023-24. Auch wer es lieber abonnieren möchte, findet die niedrigsten Preise, die der Hersteller Skylum jemals offeriert hat. Diese Angebote scheinen so viel Anklang gefunden zu haben, dass Skylum im Rahmen eines Cyber Week Angebots verlängert. Und zwar bis zum 4. Dezember. Hier ist mein Rabattcode anwendbar.
Die vergünstigten Preise werden zwar direkt auf der Website angezeigt, doch mit meinem Code spart ihr weitere 10%. Den Code und den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Etwas ganz Besonderes bietet uns Radiant Photo an. Der Produzent dieser KI-One-Click-Bildverbesserungsmaschine mit manuellen Anpassungsmöglichkeiten löst sich fast völlig von Black Friday-Konventionen und bietet sein Holiday-Bundle bis zum 22. Januar 2024 an. In diesem Holiday-Bundle ist Folgendes enthalten: eine Einjahreslizenz für Radiant Photo, eine Einjahreslizenz für MyLeo Photos Plus, den Bildverwalter, eine Einjahreslizenz für ViewBug Premium, eine englischsprachige Fotografen-Community, ein Paket mit Radiant Presets und Looks für Landschaft, Porträt und Schwarz-Weiß im Wert von $179, einen englischsprachigen Fotografiekurs und einen kostenlosen 20x25 cm Leinwanddruck, für den ihr allerdings das Zustellporto übernehmen müsstet. Das alles zusammen könnt ihr über den Link in der Videobeschreibung für nur $99 bekommen. Das Angebot von Topaz Labs endet leider schon morgen am Montag, den 27. November. Ihr könnt die Einzelheiten dazu im gleichen News-Video ansehen, das ich hier oben angepinnt habe. Ihr solltet euch aber beeilen. Wie gesagt, am Montag nach Mitternacht ist es weg. Das gleiche gilt für die Angebote von DxO für sein Photolab 7 und verschiedene Zusatzprogramme. Wenn ihr fix seid, könnt ihr die Black Friday Rabatte noch bis zum Montag, den 27. um Mitternacht erhalten. Auch hier findet ihr im verlinkten News-Video Näheres zu den Angeboten. Benutzt ihr meine Links in der Beschreibung, unterstützt ihr damit meinen Kanal, indem ich eine kleine Provision erhalte, ohne dass sich euer Preis dadurch erhöht. So, jetzt habe ich meinen Standardspruch aufgesagt und habe keine weiteren Infos mehr für euch. Die könnt ihr in Kürze meinem nächsten News-Video entnehmen. Wollt ihr es nicht verpassen? Abonniert meinen Kanal und aktiviert auch die Glocke. Denn nur dann werdet ihr benachrichtigt, wenn das Video erscheint. Es war schön, euch heute wieder dabei zu haben. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.